Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem Windows-Tutorial. Heute geht es wieder um die Kommandozeile, aber auch um den Registrierungseditor vom letzten Mal. Wir wollen nämlich heute per Kommandozeile einen Key einfügen in unseren Autostart. Ihr könnt natürlich jeglichen beliebigen Key hier einfügen und es muss nicht genau in dem Schlüssel run sein. Also ihr könnt überall alles einfügen, was ihr wollt. Mit der Kommandozeile, ich mache nur ein kleines Beispiel, weil der Autostart irgendwie, glaube ich, das ist, worauf die meisten spekulieren. Wenn man da an Metasploit denkt, dann macht es auch irgendwie Sinn, dass man seinen eigenen Trojaner in den Autostart reinschieben möchte. Okay, wichtig ist, dass ihr eine Kommandozeile braucht, die ist ja eigentlich kein Problem mit Metasploit, aber ihr braucht sie als Admin. Das heißt, ihr braucht auch das Tutorial, wie man eine Exe immer als Admin ausführen muss, also zum Beispiel Tetris.exe als Admin ausführen. Da wird man dann danach gefragt. Das kennt ihr, glaube ich, von Installation, dass man da standardmäßig gefragt wird. Ich habe euch schon gezeigt, wie das funktioniert. Macht es also so. So, ich mache das Ganze jetzt hier über Rechtsklick als Admin ausführen und okay. Gut, was ich jetzt möchte, ist REC. REC ist das Tool oder das Kommando, das ich benutzen möchte. REC hat einige Funktionen. Ich kann hier gerade mal REC/Fragezeichen eingeben. Dann seht ihr hier schon, ich kann eine Query stellen. Das ist der allgemeine Ausdruck. Query bedeutet Befehl. So eine Query kann sein, hinzufügen, löschen, kopieren, speichern, wiederherstellen, laden, nicht mehr laden, vergleichen, exportieren, importieren und Flags. Wir werden heute nur Add benutzen. Weitere wichtige sind wahrscheinlich hauptsächlich Delete. Alle anderen könnt ihr getrost, glaube ich, ignorieren. Es sei denn, ihr braucht es natürlich, aber ist nicht so schlimm. Okay, sind auch nicht allzu schwer, die Dinger. Gut, jetzt werden wir einfach mal beispielhaft hier ein Add ausführen. Okay, bei Add gibt es auch wieder das /Fragezeichen. Das kann man eigentlich fast immer machen. Und dann kann man genau angucken, was man für Add hinzufügen sollte. Also hier ist unser Aufruf und hier steht es dann schon. REC, Add und dann muss der Schlüssel her. Der Schlüssel, was ist der Schlüssel im Registrierungseditor? Ihr erinnert euch, das ist der Schlüssel. Das heißt, wenn ich diesen Schlüsselname hier kopiere, dann habe ich gleich meinen kompletten Schlüssel, meinen kompletten Pfad zu dem Schlüssel, den muss ich hier eintragen. Also machen wir mal weiter. REC, Add und dann der Schlüssel. Nein, den Schlüssel jetzt hier eintragen über Rechtsklick. Dann kommt das Kopierte in die Kommandozeile. Okay, wie geht es denn hier weiter? V-Wert. Ja gut, das kennen wir. V-Wert, das ist einfach das, was dann am Ende hier vorne steht. Die Daten, die kommen später, also /D-Daten, das ist das, was später kommt. Okay, also machen wir jetzt einfach mal /V und dann den Wert. Wir nehmen wieder Notepad, schreiben wir einfach Notepad rein. Dann das nächste, was wir hier kriegen, VE, das ist ein leerer Schlüssel. Könnt ihr hier unten übrigens dann nachlesen, aber ist nicht so dringend. Ich erkläre euch ja alles. VE fügt uns einen leeren Schlüssel hinzu, wollen wir natürlich nicht, sonst müssen wir ihn danach noch modifizieren. Das heißt, wir wollen gleich einen vernünftigen Schlüssel reinpacken. Das heißt, /VE lassen wir weg. /T-Typ, den sollten wir eintragen, nämlich den REC-SZ, den wir hier oben schon benutzen. Also /T, REC-SZ. Okay, nächstes, /D, das sind die Daten, das heißt, die Trennzeichen brauchen wir hier auch nicht. Daten sind tatsächlich dann das, was hier hinten reinkommt. Und /F, das zwingt uns zum Überschreiben, falls es bereits einen Schlüssel namens Notepad gibt, wird der überschrieben. Müssen wir in dem Fall nicht machen, die beiden können wir auch ignorieren. Das ist das, wenn ich hier Rechtsklick mache und dann neu, dann sehen wir hier D-Word 32-Bit oder Q-Word 64-Bit, können wir auch ignorieren, machen wir eh nicht. Okay, das heißt, wir haben nur noch /D, die Daten, und hier muss jetzt der Pfad hin in mein Programm, also c://windows/notepad.exe. So, das ist jetzt mein Eintrag hier, also quasi ein Befehl, wenn ich den ausführe, dann steht hier, der Vorgang wurde erfolgreich beendet, aber hier ist immer noch nichts. Woran liegt das? Naja, ganz einfach, es muss neu geladen werden. Nee, Regenmesser brauchen wir gerade keinen, vielen Dank. Okay, schauen wir nach. Hier steht notepad.exe jetzt unter run eingetragen und wir haben hier direkt den Eintrag c://windows/notepad.exe. Das heißt, wir haben gerade unsere Registrierung per Kommandozeile geändert. Und das könnt ihr dann auch benutzen, um euer eigenes Programm einzutragen in die Kommandozeile und zum Beispiel euren Trojaner oder was auch immer in Autostart mit Metasploit zu schreiben. Aber auch natürlich für nützliche Dinge, zum Beispiel wenn ihr einem Freund sagt, hey du, ich weiß, was da bei dir kaputt ist, führ einfach mal das aus, dann nehmt ihr eine Batch-Datei, in der steht genau das drin
zu Batch-Dateien. Wenn ihr das nicht wisst, wie es geht, können wir gerne noch ein paar Tutorials dazu machen, ist nicht so schwer. Und ja, da steht dann das drin und automatisch wird dieses Ding hier in den Registrierungseditor eingetragen oder gelöscht, falls es irgendwie ein fehlerhafter Key war oder sowas. Und alles ist super gut. Also, nicht schwer und ja, ich glaube, ziemlich nützlich. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.